Hallo und willkommen zurück zu Insomnia. Wir sind weiterhin in Reservation D106 und werden jetzt hier mal schauen, was wir sonst noch machen können. Erstmal gehen wir in einen Laden, um noch ein paar Sachen zu verticken. General Store. Vielleicht hat er auch nochmal Dietriche. Da ist noch eine Axt. Scale Weights. Ja, das ist nix. Dann. Das können wir verkaufen. Das hier können wir eigentlich auch zerlegen oder verkaufen. Das kann jedenfalls alles weg. Wir sind immer noch ganz gut überladen. Verkaufen wir die auch noch. Wie viel Geld hat der? Genug. Ja, komm. So. Jo. Gotako. Dann. Das hier ist eigentlich auch sinnlos. Pedals, die kann man auch nicht auseinandernehmen. Auch nicht viel wert. Das hier würde ich halt lieber in mein Fach legen dann. Ja, wir haben halt noch eine Menge Schrott. 63. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was da das große Gewicht ist. Na gut. So. Na, laufen können wir damit immer noch nicht. Wir können auch mal einen Blick auf die Skills werfen. Trading. Strong Shoulders. Das hier erhöht das Gewicht um 15, kostet 3 Skillpunkte. Das erhöht das Gewicht um 2. Mehr Stamina. Naja. Energy Weapon, Acrobatics. Das sind halt alles Kampfsachen, die eigentlich dann unnütz sind. Hier hat man Party Size plus 1, da haben wir aber auch noch nichts mitgemacht. Eventuell, genau, kann man dann beide Leute mitnehmen statt nur einem. Da habe ich aber auch noch nichts gemacht. Und dann haben wir hier diese Battle Skills. Adrenalin, Grenadier, Shooter. Ich glaube, da ist. Werde ich schlussendlich nichts von mitnehmen. Okay, dann gucken wir hier mal nochmal rein. Bane of Mills. Dr. Honor. Da können wir mal als erstes hin. Wobei es schon toll wäre, wenn ich wieder normal laufen könnte. Aber. Habe ich zu viel. Ah, da haben wir noch einen Teacup, der kann auch weg. Was sell with Book? Ich schätze, das sollte man. Ja. Ja, machen wir das. Das hier hatte ich ja schon gelesen. Disassemble.
Das war auch recht schwer. Von dem Rabbit habe ich auch noch was rumliegen. Das ist aber auch nichts wert. Zwei, zwei. Laufen kann ich immer noch nicht. Ja, den Rest muss ich auch eigentlich behalten. Theoretisch würde ich wahrscheinlich die Granaten verkaufen können. Die benutze ich eh nicht. Das ist auch nicht ganz leicht. Na komm, verkaufen wir die. So. Gotago. Und jetzt können wir auch wieder laufen. May I ask you several questions, Doctor? Honor scowls at you. What do you like to know? I'm looking for a mercenary by the name of Typha. I know that you know him. Yes, I know Typha, but it's been a while since I saw him. I have no idea where he is. I realize that this is the first time we've met, and you have no reason to trust me yet, but I really need to speak to Typha. Honor looks you hard in the eyes for several seconds. How do you know Typha, and what do you want from him? A thick silence hangs in the air for a moment. Typha came to me with a serious wound several days before the explosion in Urb. Some kind of committee operative attacked him. I gave him first aid and then helped him get out of the reservation. He took refuge with Lumpface the Duster, a healer from Zune B-27. I hope that everything you are saying doesn't turn out to be bullshit and that Typha is not in danger. I warned Lumpface of your arrival. Bane of Mills. Only I doubt you'll be able to get into B-27. I heard the zone has been blocked off due to all the riots. Time to go. Okay. This was Bane of Mills. I've managed to find a man named Lumpface helping the Hide. I'll have to look for Lumpface in Zone B-27, a border area of undetermined status, which is known to be a very troubled place. Now the Ordnance is getting ready to purge the zone, so it's not easy to get there. I need to consult Captain Rebel on what to do next. Border tunnel. Meet with Schalkes father in the administration. Da können wir als nächstes hin. Da haben wir nochmal ein Bild. Frankly, I don't understand why you allow yourself to visit my office without making an appointment in advance. Colonel Salra gave me a job to assist you with finding your son. Really? Well, I'm glad you're here.
My son went missing 4 days ago. Colonel Sabra, with who I have established an excellent working relationship, immediately reported the incident to me, making sure that the situation is not publicized. I really hope that you will be able to try to solve the problem as quietly as possible, and now let's get down to business. You probably have some questions you want to ask me. Talk about Chalk. I'm sad to admit it, but my son is like an incurable migraine. Ever since he was born, he had everything a simple getter could only dream of. I gave him an education and a chance to serve in the Ordinate. For residents of the near range, this service is a golden ticket to up. But all that interests my son is getting drunk and chasing girls of questionable background. His has an absolutely intolerable character. Only his loyal buddy Profia can remain by his side. I think it's just because Shulky always has some extra tokens on him. Sometimes even tokens are not enough to keep the debauchery, such as the recent one at Rainbow 106, secret from me. Where can I find Profia? Most likely in the barracks in the military base. Be sure to have a chit-chat with him. He claims that he doesn't know where Shulky is, but I don't believe him. Talk about Shulky. I'm sad to admit, but my son is like blah 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 blah. What happened to Rainbow 106? These morons started quite a squabble in the bar. How did everything end, you ask? Its owner, Grank, presented me with a bill, which I silently paid. This is something I've grown used to by now. When was the last time you saw your son? Lately, we only talked via the communicator, and only when he was in trouble big time. I usually don't hear from him at all. I suppose you realize how upset the call from the military base made me. I'm sure that was a misunderstanding and that everything is alright with your son. This time, Shulky went too far. Exactly. I'm very afraid that at some point I will be called and asked to identify the body. But I am also just as much afraid that the rumors about my son going AWOL will spread all around the reservation. No, this can't happen. Let's change the topic. I'm sure that he was insane and that everything is alright with your son. Not this time, soldiers don't just disappear. They either die on the job or go AWOL. Keine Ahnung, was AWOL ist. And if the first option is part of his work, the consequences of the second one, it sounds cynical, but it can ruin the reputation of our entire family. If my son lost his honor and became a deserter, then this should remain between us. Okay, das ist also AWOL. Well, let's change the topic. Of course, end dialogue. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Das ist die Treppe nach unten. Und ist hier noch unten. So, dann haben wir aber noch hier auch noch ein paar Sachen. Das war Hot-Blooded. Hot-Blooded. So, meine To-Do-Liste steht noch. Generator vor Beakera-Eingang. Achso, und dann können wir hier mit dem... mit dem können wir auch mal gerade reden. Ne? Aber mit dem, das ist bei Rainbow Dingsbums. Rank. Two soldiers recently started a fight here, right? They're talking about the commander and son and his sidekick. Them two are banned from here from now on. I've had enough of these paternal compensations for inconvenience. I am not going to buy new mugs every week. And what do you care? Son of commandant was gone. Internal affairs of the Ordinate. Well, if that's the case, of course, I'll help the investigation. A fight at my humble institution is, of course, a sacred matter, but... you also should know when to stop, right? This time they outdid themselves. They smashed the entire bar into smithereens. Who did they fight? What I really liked was that they fought each other. They got into it because of a chick, a rather plain-looking one, to tell you the truth. She was sitting next to them, and then she left. What girl? Have you seen her since?
How do I know? It seems she's not local. Maybe I've seen her, maybe I haven't. Did you hear what they were talking about? Nope, there were a lot of people here. You couldn't see what everyone was doing, and then a good bartender always knows what his clients need. But eavesdropping is a rotten business. Thanks, Crank, you've been a great help. You're always welcome, I don't charge for chatter. Or maybe I should start doing it. Okay, I've got to go. Vielleicht du? Mogwai, what are you staring at? Want a drink? Blah blah, ne? Du vielleicht, I'm in a hurry, ne? Hast du noch was zu sagen? Nö. Do you know the mercenary by the name of Typha? I know many faces, but I don't ask for names. Ask Rank, he is good with names. Hier soll noch ein Generator sein. Vorbergkehrer-Eingang habe ich mir aufgeschrieben. Hier. Fix. Complex Parts braucht man dafür. Die können wir aber herstellen. Da müssen wir bloß einmal wieder über die ganze Karte laufen. Also 3 Complex Parts. Bin nebenher gerade mit der anderen Hand was im Schreiben. 3 Complex Parts. So, und dann gehen wir aber gerade noch hier rüber. Da war auch noch was. Generator vor Morak-Eingang. Sein, wenn das da schon hinführt. Ja, fix. Das kostet fast nichts. Okay, das habe ich wohl verkackt. Dann können wir noch mal probieren. Okay. So, jetzt sollten wir hier das rufen können. Dann kann ich das aus meiner To-Do-Liste streichen. Da haben wir jetzt einen Container. Ja, okay. War jetzt auch nicht so wahnsinnig umwerfend. Aber ich kann es aus meiner To-Do-Liste streichen. Also, und dann direkt hinter dem Eingang. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Kosok. Genau das hier. Open Lock. Dann mache ich hier nochmal einen Spielstand. Wunderbar. Ich gehe jetzt auch nochmal nach unten und guck mal, ob sich da noch irgendwas getan hat.
oben, nicht nach unten. Dum dum. Okay, hier war ich noch nicht. Open Block. Flashbang Grenade. Und nochmal eins. Okay. Das führt jetzt auch wieder raus. Und dann nach unten irgendwo hin. Mhm. Gucken wir nachher mal. Whisper the Weaponsmith. Getter Pack, ah, das hier können wir auf jeden Fall kaufen. Ansonsten ist hier jetzt auch nichts. Mhm. Hast du was zu erzählen? Nö. Ja, und da ist halt noch so ein Event hinter. Aber da kommt man nicht ran. Und die Tür ist noch zu. Okay, dann schauen wir mal, was wir mit dem Dings noch geöffnet haben. Was wir da repariert hatten. Das führt jetzt nur hier runter. Ah, ist das das hier? Ah ja. Da ist auch wieder so ein Ding zum Entschärfen. Open Lock. Nochmal 9mm Dingsbums. Wo ist es? Hä?
Da habe ich zwar geplant, das mitzunehmen. Ach hier. Ja, ich habe irgendwie erst noch was Grünem gesucht. Terminal. Super. Gut, dann hätten wir das hier zumindest soweit erledigt. Raus. Dann bauen wir mal diese Complex Parts zusammen und machen da oben das Ding noch. Wo ging's dahin? Okay. Oh. Open Lock. Na gut. Wie sieht's denn hier aus? Ja, dauert. Manchmal stehen da vorne die haufenweise Leute vor, manchmal nicht. Mit denen sollten wir auch irgendwo hin. Want to speak about the assignment? Tell me about Oruns. Oruns are reptiles from the junkyard. They are incredibly agile and powerful. You've got to kill them right from the first shot. If you miss, you're in trouble. There's an entire flock of them in this crematorium pens. I now regret that we'd ever given them permission to keep beats like that. Tell me about Ashgar, there is. Ashgaroths are a group of lunatics who believe in the teachings of the Cult of Death. I'm not one to believe in something like that, but tradition is tradition. You may laugh, but there are even more urbanites among the followers of this cult. I need more time. Okay. Hier können wir auch nochmal. Ach so, okay, das war das Staatsdings da. So, Workbench. So, wir brauchten jetzt Complex Parts. Einfach nur Complex Parts.
Ne, die kann ich nicht bauen. Wir haben nur Complex Weapon Parts. Da müsste ich die irgendwann mal ins Inventar legen. Wie sahen die denn aus? Ein paar davon hatte ich doch, oder nicht? Parts. Weapon Parts. Circuits. Ich meine, ich hätte ein paar davon gehabt eben. Ich weiß nicht, 9 von 12 oder sowas. Aber hier sehe ich gerade gar nichts. So dämlich, dass sie das nicht automatisch stackt. Das sind nur Parts. Casings, die könnten natürlich auch weg. Typhus Key. Circuits. Ja, ich sehe ja keine Complex Parts, die ich hätte. Oder ich hatte die durch eine andere Reparatur verbraucht. Weapon Parts. Da könnten wir aber auch mal welche bauen. Wahrscheinlich ist das eh für nichts anderes gut. Fix. Jo. Da. Das hier sind Complex Parts. Die gehen dann aber auch ins Geld. Naja, hier werden wir so oder so noch hinkommen. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie viele ich davon hatte. Und wie viele ich davon brauchte. Was hatten wir denn sonst noch hier? Ancient One. Magnetic Key, das war im Norden. Da mussten wir zurück. Ja, da habe ich keine Ahnung. Da habe ich auch keine Ahnung. Ich meine, da steht zwar Closed Infirmary in the House of Beakera. Aber da habe ich nichts gefunden. Was nicht für Offerot ist. Ja. Proceed with Captain Rebels Assignment saying that, okay. The creature from the Rupture. Das ist neue Zone. Okay. The Well Forgotten Past. Hast du asked me to deliver an old friend? Achso, ja, okay. Ja, also dann haben wir jetzt hier auch gar nichts mehr.
Und müssten... Also dann lasse ich das mit dieser einen Kiste auch noch... Ah ja, mit dem können wir auch nochmal reden. Auch die Complex Parts. Was ich hier noch kaufen würde, wäre natürlich dieser Projektor. Den habe ich hier aber noch nie gesehen. Achso, und die können wir kaufen. Wo wir hier sind, Moment. Das kannst du haben. Ja, dann werde ich jetzt erstmal nur zum Vulture zurückreisen. Wahrscheinlich haben wir jetzt nochmal ein Event. Und dann zu diesen neuen Zonen im Norden reisen. Und dann schauen wir da weiter. Das werden wir dann aber beim nächsten Mal machen. Jetzt werde ich hier nur noch ein bisschen sortieren. Sachen weglegen. Und mal schauen, ob hier jetzt noch ein Event kommt. Na, okay, Garage. Checkpoint Entrance. Ja, gehen wir in die Garage. Da müsste ja eigentlich auch jetzt irgendwo unsere neue Drohne rumfliegen. Da ist er auch. Morty. Hey Morty, I need your help. Hey, I expected this place to be better. More space, prettier people. It's hard to part with our illusions. Hey Morty, I need your help. My help? You're suggesting that I drag myself around with you in public? With this frontal panel? I think you look completely fine. A very, very bad joke. I'm not going anywhere until I can cover up this embarrassment. I think you know what you need to do. What are you getting at? When will I stop overestimating the abilities of you organic sacks? Bring me a frontal panel. In fact, almost any mask will do. That's what you're asking for? Where should I look for a frontal panel for a bot? Faceless. Okay. Faceless. As my colleagues say, sorry, the requested information is not available. Flex that gray matter. About your frontal panel. Well, what do you have there? Are there any breakthroughs in that most important case you have recorded in your journal? Not yet, sorry. This already looks like a joke. Do I have to stick around here much longer? Enough chit-chat. Was steht jetzt hier? The bot named Morty that I found in Typho's hideout is absolutely unbearable. I refuse to listen to orders unless I find a new frontal panel to replace the one that Devlin broke. I think any mask will do the job. Naja, any anscheinend nicht, weil eine Mask haben wir ja hier. Aber dann können wir, naja, mal gucken, ob wir irgendwas haben. In dem Storage, was wir dafür verwenden können. Den einen Typen, den können wir jetzt eventuell auch mitnehmen, glaube ich.
den da. Hey, what have you got? Are you ready to keep me company? No problem. Together we can kick all of the asses, huh? Okay. Jetzt haben wir einen Companion. Let's go. So, dann lege ich hier nochmal ein paar Sachen weg. Da findet man sowieso offenweise von. Habe ich sogar nochmal 50. Ach nee, das sind die von eben, die kann man bloß nicht mehr weiter stacken. Weit. Wahrscheinlich gehen da noch 35 drauf. Ja. Ja, genau, von den Komplex-Parts habe ich auch noch einige. Nehmen wir die mal mit. Das ist doch, das hat man doch hier oben auch schon. Ein Buch! Standard Bullets, Handmade. Genau, den Rabbit. Der kommt hier zu unserem Müll. Jetzt mal die Waffen nochmal weiter nach unten. Weil es auch eine Old Shotgun, die wird auch für nichts mehr gut sein. Ist auch nicht, ist nicht viel wert, das Assemble. Können wir auch verkaufen. Der irgendwas hier. Helm. Assault Mask hätte er jetzt im Angebot. Kostet auch direkt mal 3000. Was ist das? Vortex Grenade Launcher T6 Rifle. Far more powerful, Pierce Armor 90. Naja, gut. Die verkaufen wir. Mhm. Ich hoffe mal, dass der automatisch heilt oder so. Jetzt wäre das ziemlich lästig. So, dann hatten wir noch den Alkohol, der nicht funktioniert hatte für den. Dann hier die Waffe. Die Waffen lege ich jetzt mal nach unten, ob man da auch wieder rankommt. Die hier macht keinen Sinn, die kann man auch zerlegen oder verkaufen.
Rifle ist, glaube ich, auch mittlerweile sinnlos. Pistole, die eine wollte ich noch abgeben, eventuell. Die hier ist auch sinnlos. Die kann man eigentlich auch zerlegen. Aber die ist halt irgendwie besonders. Dann können wir noch Ammo weglegen, die nicht nötig ist mit den Waffen aktuell. Und hier so ein Kram. Da ist so eine Granate. Gehen wir mal von oben durch, um einfach um jetzt hier Platz zu machen. Kerze ist auch Quatsch. Eigentlich. Was haben wir hier noch? Das kann dahin. 7-2, die sind nützlich. Da haben wir Ammo, die kann weg. Oder Zeug, woraus man Ammo machen kann. Simple Parts, die behalten wir. Casings. Leder wird man spontan wohl auch nicht zum Reparieren brauchen. Iron Plates, Capacitors. Wobei, die kann man besser nach unten. Comics, wer weiß. Das ist alles Ammo. Dann Papiergedöns, Zellulose, kann man auch wegpacken. Batterien und so weiter, die halte ich mal alle hier. Ah, Moment, die packen wir aber auch weiter nach unten. Tickets hat man doch aber hier oben auch schon. Genau. Da wird sich auch so schnell nichts ändern an der Eulenstatue. Dann haben wir hier nochmal einen Schlüssel. Den würde ich eigentlich auch gerne nach oben irgendwo hinräumen. Dahin. So, dann haben wir Pulver. Das kann auch weg. Okay, das geht auf 400 anscheinend hoch. Oder so. Das hat jedenfalls nicht funktioniert. Da haben wir nochmal eine Granate. Die kann auch hier rüber. Geld. Gott, wir sind noch immer ziemlich weit oben. 18,5 mm. Cereal. Das kann man essen, ist ja ein Wunder. Ja, das ist halt noch nicht mal oben, sondern ja, das Inventar ist halt ziemlich groß und unaufgeräumt. Eine Figur, die wird wohl auch erstmal bleiben und da wird nicht viel passieren. Printed Circuit Board. Weiter Krams. Cereal. Nahrung. Das hier sind. Dann packen wir die hier mal. Ah, das kann man das decken sogar. Machen wir die mal noch weiter nach unten. Und dann machen wir hier mal eine Reihe mit Medizin, Nahrung und Krams. Habe ich da nicht oben auch schon eine? Ja. Die kann man also zerlegen. Biostim.
Dann haben wir nochmal Dietrich, der müsste hier. Haben wir bestimmt oben auch nochmal was, ja. Wenn ich hier auf Sortieren drücke, ist halt mein Sortier kaputt. Nochmal eine Spritze, noch eine Spritze. Dann sortieren wir die nach unten, dann haben wir hier nochmal eine Reihe. Okay. Schokolade. Irgendwelche Parts. Zigaretten. Wasser gehört ja hier auch quasi mit dazu. Dann haben wir noch mehr. Drogengedöns. Dann sollten wir das hier nochmal weiter nach unten räumen. Da haben wir wieder was, was wir stacken können. 9 mm. Eigentlich müssten wir die Munition hier auch ein bisschen stacken. Also nicht stacken, sondern zusammenlegen. Ah, shit. Ja, die Comics sind natürlich da ein bisschen blöd. Was haben wir hier sonst noch? Bücher. Cannot discard item, hatte ich ja gar nicht vor. Jetzt hat es dahin gelegt. Das ist ein Quest-Item. Das können wir jetzt nicht mehr verschieben. Aha. Das ist ein bisschen hart. Okay. Geil. Da haben wir nochmal Material. Seltsamer Kram. Munition haben wir jetzt hier so nicht mehr. Das ist Alkohol gewesen. Da konnten wir aber, glaube ich, auch nichts. Konnte ich auch nicht abgeben. Bin mir nicht ganz sicher. Toolkit, das ist ja quasi Equipment. Recipe for handmade bullets. Haben wir das hier schon? Standard Bullets. Das kann also hier hin. SMG 50, das ist auch 9 mm, die können wir wahrscheinlich auch zerlegen, muss ich gleich mal gucken. Dann haben wir hier Leder, das können wir auch wegsortieren. Bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt was habe, was man mit Leder bauen kann. Ein Kopf haben wir schon einen, dann kann der auch weg. Ja, ein bisschen Sortier reingebracht. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier im normalen Inventar, ohne dass wir was transferieren, dieses Buch verschieben können. Ne. Er ist ja mal ziemlich blöd gemacht, aber da liegt es eigentlich gar nicht so schlecht. Was wollte ich jetzt gucken hier bei dem Kram? 22,7. Ja, die ist auf jeden Fall schlechter. Ist dieselbe Munition. Also können wir das hier unloaden. Ist 1400 wert. Das heißt, das können wir dann auch verkaufen.
Das heißt, wenn der Geld hätte, um irgendwas zu kaufen. Was ist das denn? A round shield used by the Ordnance is especially effective in wielding close combat. In its own time, it was frequently used in duels. Ja, der hat kein Geld, um irgendwas zu kaufen, wie es aussieht. Okay. Disassemble. Ja. Destroy kann man nur. Disassemble. Nee. Mal verkaufen. Die auch. Und dann wollte ich ja jetzt gucken, wenn wir den Kram mitnehmen. Das wird. Ich vermute, dass das die eine Maske ist, die der Händler im Angebot hat. Na, ich kann es einmal ausprobieren. Dann wird das jetzt gerade das letzte sein, was wir machen. Save. Wenn das nicht funktioniert, dann lade ich hier halt nochmal. Das hier, Assault Mask. Exchange. Dann probieren wir das mal aus, ob der diese Maske nimmt. Hey Morty, I need your help. About your frontal panel? Ne, das geht nicht. Okay, dann lade ich den Spielstand nochmal. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal zu einer der Zonen oben rechts laufen. Und mal schauen, was wir da noch so zu tun bekommen. Also, bis denne!